Lob und Dank für Gottes Liebe, dass wir an dem besten Platz sein dürfen in der Welt, wo der Herr ist, verheißen hat, dass er in unserer Mitte ist. Der lebendige Gott, der segnet, der immer zu segnet, der die Fülle des Segens hat. Wo sollten wir anders sein? Da sind wir genau richtig, wo Gott ist, wo die Fülle des Segens ist, wo Heil ist. Und es kann natürlich auch mal anders schmecken. Heil ist nicht immer so, dass man so gestreichelt wird, so ai, so, sondern Heil kann auch manchmal sein, dass man eine Backpfeife kriegt. Und das kann auch Heil sein. Es ist nicht immer so, wie wir menschlich denken. Tage der Not, Tage der Prüfung, sagt ja auch Jakobus schon, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Tage der Versuchung sind besser für uns als wie rosige Tage, Tage des Wohlstands, wo du alles hast und schier deinen Gott vergisst. Das ist die Regel, dass die Menschen, wenn das war mit Israel so, und Israel ist geschrieben, Paulus sagt, was geschehen ist mit ihnen, ist uns zum Vorbild geschrieben, damit wir nicht in das gleiche Fahrwasser geraten, Wohlstand, ich habe dich gepflegt, ich habe dich fett gemacht, schöne Kleider, und du hast mich vergessen, sagt Gott. Und das ist die große Gefahr. Und deswegen sind Tage der Versuchung besser wie Wohlstandstage. Leider auch aus dem Osten, die gekommen sind, etliche Russlanddeutsche, die auch Not hatten, Verfolgung hatten in Russland, sind sie hergekommen. Leider sind etliche weggegangen vom Glauben. Durch den Wohlstand. Dann ist der Mensch irgendwie satt. Und wenn man satt ist, wenn das Fleisch befriedigt ist, dann denkt man nur noch an Schlafen. Essen, Schlafen, so ungefähr läuft es dann ab. Und dann, wenn man das eine Zeit lang mitgemacht hat, ist der Glaube tot. Tot ist man. Nicht mehr, Gott kann nicht mehr reden, wirken. Sein Eifergeist ist weggegangen. Ich hatte heute auch, um das nur geschwind zu erwähnen, als ich am Bahnsteig war und dann wehte da ein kräftiger Wind und ich stellte mich so in so einer überdachten, so mit, auch mit Glasscheiben Unterstand und stand da und legte meinen Rucksack ab und dann kam auf einmal eine ganze Gruppe Jugendlicher, aber noch so, vielleicht der Jüngste war vielleicht 12, 13, die anderen waren vielleicht 15, 16, eine ganze Gruppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so, und setzten sich, ich hatte mein Rucksack da stehen, und sie setzten sich dann auch auf die anderen zwei Plätze und alle schauten mich an. Und ich schaute sie auch an und dann habe ich gedacht, wollt ihr in den Himmel? Ja, und dann hat der eine hat so ein bisschen genickt. Und dann habe ich die anderen gefragt, die da saßen. Die einen standen da so rum und die anderen drei saßen. Und Mädel war auch dabei. Und dann hat der eine da gesagt, ja, ich will in den Himmel. Und ich konnte sehr gut mit ihnen reden. Sie waren sehr verständig, obwohl es böse Buben waren. Das habe ich im Geiste schon gespürt, dass da nicht alles so richtig läuft. Aber sie waren verständig. Man konnte mit ihnen reden. Und man sieht ja so manches, wenn die da im Zug sind und dann peilen sie, wo ist jetzt der Schaffner? Und wenn der hinten einsteigt, dann laufen sie alle nach vorne und steigen nach vorne ein. Also so ungefähr jedenfalls. Und dann dachte ich, aber mit dem habe ich nicht das erste Mal geredet. Die haben sich schon mal, das war vor 2 Monaten oder 1 Monat oder 1,5, da haben die sich auch
dahingesetzt und haben, und ich konnte auch mit ihnen reden. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich so, jetzt nehme ich jedes Mal, wenn die kommen, die wollen hören. Und ich erziehe mir die jungen Kerle da, erziehe mir die jedes Mal mit einem Thema. Heute habe ich vom Himmel gesprochen. Wollt ihr in den Himmel? Dann habe ich mir schon überlegt, Herr, was soll ich jetzt nächstes Mal sagen? Gut, ich rede über Mensch. Mensch, einer. Drei. Und erkläre ihn so ein bisschen und will, wenn Gott Gnade gibt, wenn er die da neben mich dahin platziert, dann, und die gucken mich alle an, jetzt rede doch. Was soll ich anders tun? Also wir reden. Ne? Das ist die Gelegenheit beim Schopf packen und da auf dem Bahnsteig, egal wie was ist, ihnen sagen. Nun, das war jetzt nur geschwind etwas nebenbei, ein Erlebnis, aber da war ein Mann, ein König, und der König, der hatte sich vorgenommen, einen Mann zu ehren. Und jetzt hat er das kundmachen wollen, und dann kam einer seiner hohen Angestellten hinein in das königliche Haus oder in das Zimmer, wo er saß, und dann fragte der König spontan ihn und sagt, so und so, guter Mann, was soll man tun mit einem Mann, den man ehren will? Und der Mann, der dachte so bei sich selbst, wen kann der König ehren wollen? Doch mich, hatte gedacht bei sich. Und dann hat er aufgetischt. Oh, dem soll man das Königspferd und dem soll man ein königliches Gewand anziehen und das Pferd soll man ihm einen schönen farbigen Helm aufsetzen und so weiter. Und man soll einen ganz vornehmen Mann aus dem Volk, bekannt, soll man bitten, dass er dieses Pferd führe und diesen Mann da raufsetze auf das Pferd und durchs ganze Dorf, durch die ganze Stadt führe und alle sehen und alle diesen Mann ehren. Und der König sagt, jawohl, nimm du ein Pferd und mach du alles das, genau wie du gesagt hast, sagt zu dem Mann. Und dann wurden seine Knie weich. Ihr wisst schon, wen ich meine, Hamas. Dann wurden seine Knie weich, dem Hamas, seine Knie. Dann dachte er, weil der König sagte ihm, der Mardochai, der hat Gutes gesprochen für den König und den setzt jetzt, der kriegt ein königliches Gewand an, den setzt auf das Pferd und führe du ihn herum. Weil der Haman war ein hoher Angestellter bei dem König. Was will ich damit sagen, Geschwister? Es ist so, wir haben in der Heiligen Schrift ja Beispiele von Segnungen, die Gott ausgesprochen hat. Da sagt er einmal über Israel, wer Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Zacharja 2 steht es geschrieben. Wer dich antastet, dich. Und weil Paulus jetzt gesagt hat, alles was geschrieben steht im Alten Bund über Israel, das soll uns ansprechen. Wie soll es uns ansprechen? Ha, überlege mal, wie der Hamas reagiert hat. Das heißt, wir lernen auch nicht nur von den Gottesmännern, wir lernen auch von den Gottlosen, wie Jesus ja auch gesagt hat. Jesus sagte, das sündige Geschlecht ist klüger in ihrer Zeit wie die Kinder Gottes. Das heißt, die Kinder Gottes kommen manchmal gar nicht mit. Und die Sünder, das sündige Geschlecht, die schalten sofort. Der Hamas hat sofort geschaltet. Ich bin's. Ich krieg die Ehre. Und wir, wie machen wir es? Wir vergessen die Segnungen. Wir vergessen
Wer dich antastet, Sacharja 2, wer dich antastet, der tastet Gott an. Mach es dir zu eigen, dann wird die Bibel lebendig. Dann treibt sie dich zu Lust und Freude, die Bibel. Weil du hast Gewinn aus dem und aus dem. Du hast überall Gewinn. Du machst überall Gewinn, überall Gute. So wie der Hamas gleich an sich raffen wollte, diese Gelegenheit. Und ihm hat es ja denn genau umgeschmissen. Man sieht ja, da ist auch eine Belehrung drin, wie es dann dem Hamas gegangen ist, wie er dann den Mardochai rumgeführt hat, den Juden, durch die Stadt. Und alle haben es gesehen. Und dann, als er fertig war und wieder am Königshaus ankam, hat er das abgegeben und ging gesenkten Hauptes, ging er in sein Haus. Gesenkten Hauptes, das heißt, ihm war ganz unwohl und so weiter. Und dann kam er da rein und da saß die ganze Verwandtschaft und seine Frau, die saßen alle da. Und dann hat er ihnen erzählt, was da abgegangen ist. Er musste den Juden da rumführen. Und dann sagte seine Frau und die dabei ihn waren, die ganzen Freunde, sagten, wenn das so angefangen hat, wenn du erniedrigt wurdest, du wirst nichts ausrichten können gegen die Juden. Du wirst zu Fall kommen, haben die ihm gesagt. Das heißt, wenn die Belehrung in zweiter Instanz ist jetzt in dem Falle, wenn etwas bei den Gottlosen sinkt, das ist ein Zeichen, dass Gott eingreift und dass die noch vollends zu Fall kommen werden. Vollends. Sie sind gesunken von einem Stand, weiter runter gesunken. Weshalb? Um der Auserwählten. Damals war es Israel. Und heute ist es das geistliche Israel. Alle, die berufen sind aus allen Nationen. Juden und Griechen und Deutsche und alle. Wir sind berufen dazu. Und wenn die mal angefangen haben zu sinken, über kurz werden sie alle gefallen sein. Und das sagt auch die Schrift so. Keine wird bestehen können vor Christus und seinen Heiligen. Keiner wird bestehen können. Alles nur, was in Christus ist, bleibt übrig. Alles andere geht kaputt. Das klingt ein bisschen hart, aber das steht so geschrieben. Und wir wollen ja nicht um den heißen Brei reden, sondern wir wollen sagen, so und so geht es. Entweder du kommst in den Christus rein oder du gehst kaputt. Geschwister, lasst uns an uns reißen, die Verheißungen. Wer dich antastet, es steht ein anderes Wort geschrieben im 1. Mose, da steht im Kapitel 12, ich will, auch bekannte Worte, ich will dich segnen und wer dich segnet, der soll gesegnet sein. Wer dich segnet, wir lesen das, wir akzeptieren das und denken, ja, das galt denen. Aber anstatt, dass wir uns all diese Segnungen, Paulus war so einer, der hat all diese Segenswünsche auf sich bezogen. Der hat zu seinem Eigen gemacht. So wie der Hamann radikal wollte, das an sich reißen. Das ist die Klugheit der Welt. Was keine Sünde ist, reiß an dich! Bruder, Schwester, was keine Sünde ist, reiß an dich. Du lebst davon. Du wächst davon. Und wer will nicht wachsen? Wer will nicht leben? Wir wollen wachsen, wir wollen leben. Wir wollen lernen von Mordechai. Er tat Gutes, wenn er auch vielleicht jahrelang dort gesessen ist am Königstor und nicht viel erlebt hat. Aber der Tag kam, wo er ein Gotteserlebnis hatte und wo es den anderen
der gefallen ist, ein Stück. Und dann ganz viel. Und er hing an dem Pfahl, den er selber für Mardochai gebaut hatte. Der König, der hat ja nicht mal sagen wollen, er hängt ihn. Doch, er hat es dann wohl gesagt, einer der Diener, der hat gesagt, ja, der war doch der Hammann, der hat da einen Pfahl gebaut, einen hohen für den Mardochai, um ihn dran zu hängen. Und da hat der König gesagt, hängt ihn daran. Ganz gefallen ist er. Und so geht's, so wird es diesen Menschen unweigerlich gehen, Geschwister. Keiner kommt davon. Die Zeit des Sammelns ist, wir sind so nah dran. So nah, das entwickelt sich jetzt alles, wo alles gesammelt wird. Die Heiligen werden entrückt. Weggeschnappt von der Erde. Das ist ihre Belohnung. Weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Gott lässt es zu, bis zu einem gewissen Grad, dass wir versucht werden. Aber dann werden wir weggeschnappt und sind beim Herrn. Und dann kommt die zweite Instanz. Dann kommt die Hure Babylon dran. Und die Hure Babylon, die reitet ja auf dem Pferd oder auf dem Stier. Und das Tier wirft sie dann ab, frisst ihr Fleisch. Das heißt, ihr ganzes Hab und Gut, was all die Kirchen gesammelt haben, diese Milliarden an Güte und an Geld und Gold und was weiß ich nicht alles, nimmt er alles weg und verbrennt die Hure. Und wer ist die Hure? Das ist die Anstattkirche, die so ähnlich ist, die etwas gehorsam ist und etwas nicht gehorsam ist. Die also zwei Männern dient, sozusagen, wie es im Römerbrief geschrieben steht. Du kannst nicht zwei Männern dienen. Du kannst nicht, eine Frau kann nicht für zwei Männer da sein. Eine Frau ist für einen Mann da. Und das segnet Gott. Und wenn sie für zwei Männer da ist, ist sie eine Hure. Und die Kirche, die nicht ganz dem Wort treu, ich werde da noch eine Schriftstelle lesen, nicht ganz treu dem Wort folgt, die nicht bewahrt hat das Wort der Wahrheit, die kommt um. Die ganze Kirche kommt um. Das ist alles für die Katz, was sie machen. Die ganzen großen Kathedralen da und so weiter, was ich da in Amerika, in Los Angeles gesehen habe, die Crystal Cathedral, boah, du, das sind Dinge, ein Park darum, das ist schier, alles weiß, so wie Elfenbein sieht es fast aus. Da magst du kaum gehen, weißt du, so heilig, so kommt man sich vor, von allem durchleuchtet, du kannst, naja, ich will jetzt darauf eingehen, jedenfalls. Wir, Geschwister, wir gehen mit Gott in Christus und dann kommt die Abrechnung, wenn die Hure beseitigt ist, kommt die Abrechnung für das Tier. Das Tier, jeder kriegt seine Abrechnung, dann wird das Tier vernichtet. Das Tier, und zwar so radikal, wie es jetzt demonstriert wird bei den Syrern, vorher bei den Ägyptern, dann bei den Libyern, jetzt bei den Syrern und wart nur ab, wenn noch Arabien dazu kommt, wie die sich abschlachten werden, wie die bringen sich gegenseitig um und so wird das Tier seine 200 Millionen, die sie da sammelt in Israel, die werden sich gegenseitig abschlachten, gegenseitig, einer gegen den anderen. Und Israel wird so bange werden und die meisten von Israel, was geschieht mit denen? Jeder kriegt seine Abrechnung, Geschwister. Keiner bleibt verschont. Die meisten kommen um. Nur ein Überrest bleibt da, wird errettet. Und das ist das Volk, was an einem Tag geboren wird. Weil Jesus wird erscheinen und sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Sie werden sehen die Löcher in den Händen. Und sie werden auf ihr Angesicht fallen und schreien. Und wehklagen, wie eine Mutter, wie Menschen über ihr einziges Kind wehklagen. Ein Überrest von Israel
du siehst. Und was bleibt dann übrig? Der Überrest von Israel. Die Gemeinde ist beim Herrn und viel mehr bleibt nicht übrig. Bruder, Schwester, bedenke das. Nur was in Christus ist. Und wenn es am letzten Tag dazu kommt. Ich habe auch eine Situation mit meiner Frau. Ich weiß auch, die Verfolgung, die sie unter Hitler durchgemacht hat und so weiter. Und die Nervenschwäche, die Seele, die kaputt ist. Sie kriegt ja Medikamente seit 30, 40 Jahren und so. Und ich wage nicht, sie ist mal eine Zeit lang auch hier bei uns gewesen, dreiviertel Jahr, hat Gottes Wort hier gehört und woanders da auch schon in einer christlichen Versammlung und so weiter. Aber ich wage nicht, ein Urteil zu sprechen über, weil ich sehe die ganze Atmosphäre und dann die alte Versammlung, wo ein dermaßenes Chaos war und sie das mitbekommen hat und seitdem ist sie weg, weil sie hat das einfach nicht verkraftet, dieses Chaos da und ist da weg. Und wenn Gott Gnade gibt, so schaue ich zu Gott im Glauben auf, dass meine Gebete auch Substanz haben und ich einen Grund habe, dadurch, dass ich sage, Herr, und wenn der Tag kommt, wenn du erscheinst und sie darf dich sehen und darf dann dich anrufen und schreien, mir genügt es. Hauptsache, sie geht nicht verloren. Also wir müssen immer einen gewissen Halt haben, Geschwister. Eine Grundlage haben, auf der wir bauen und vertrauen Gott. Und dann überlassen wir es Gott. Wir können sowieso nicht. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel weggeschnappt werden von der Erde, wir Sünder werden weggeschnappt von der Erde zu dem Heiligen Herren hin, was denkt ihr, als Mose da auf dem Berg gestorben war? Der Teufel war da und stritt. Nein, du kriegst den Leib nicht. Und der Engel, ich nehme den Leib. Nein, du kriegst ihn nicht, den Leib. Meint ihr, der Teufel schläft, wenn wir da entrückt werden, weggeschnappt werden von der Erde? Nein, das sind Sünder, die haben gesündigt und die gehören mir und die Leiber und so weiter. So kommt er. Und wenn Jesus nicht einfach die wegreißen würde, der würde uns unbedingt da halten wollen. Weil der würde sagen, die tausend, die zehntausend Sünden, die getan haben, und die dürfen jetzt zu Gott in den Himmel. Vielleicht denkt er auch ein bisschen an sich. Und ich muss in die Hölle. Ich, der ich ein Engel war. Geschwister, da gehen Dinge ab, die wir erkennen müssen, und uns sollen diese Dinge bewegen zur Gottesfurcht, zur Heiligung in Christus. Dieses Geheimnis Gottes in Christus, ich habe jetzt etwas erzählt und auch die Drastigkeit mit diesen Gerichten, dass jeder die durchläuft, bis alles sozusagen von Gott her erledigt ist. Jeder hat seinen Teil, seine Abrechnung bekommen und dann geht es weiter, dann kommen die tausend Jahre. Es steht in der Offenbarung, um das kurz zu lesen, im 22. Kapitel steht geschrieben, Im Daniel hat er vorher gesagt, im Daniel steht in Kapitel 12, da sagt er, versiegle die Worte bis auf die letzte Zeit. Und in der Offenbarung sagt er, Offenbarung 22, 10, und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht. In Daniel ist es noch versiegelt. Aber jetzt in der letzten Zeit, bis zur letzten Zeit,
hat er da gesagt. Und wir sind jetzt in der letzten Zeit. Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Bis zur Zeit des Endes. Und jetzt offenbart Gott dieses Geheimnis in Christus. Das große Geheimnis, was verborgen war und jetzt offenbart wird. Und wir, wie gesagt, haben Anrecht, haben Zugang dazu. Und wer es nicht nutzt, wer sich betrügen lässt von den Dingen der Welt, von diesen vergänglichen Dingen, reiß dich los, reiß dich los. Ich muss mich auch losreißen. Mir flattert dies und jenes ins Haus und dies und jenes geschieht. Und ich muss mich losreißen von dem. Es kostet mich auch was, einen Kampf. Ich muss mich losreißen vom Schlaf. Nachts, ich wach auf und liege und denke, jetzt ist es besser, ich stehe auf und bete. Ich reiß mich los, Geschwister, es kostet etwas. Mir und dir und Jesus hat es auch gekostet. Der ging die ganze Nacht auf den Berg. Tagsüber hat er Tausende um sich gehabt, hat Kranke geheilt, Tote aufgeweckt, Dämonen ausgetrieben und. Den Pharisäern Antwort gegeben und nachts ging und betete auf dem Berg. Die mussten alle sich losreißen. Wenn du dich nicht losreißt, wenn du auf deinen alten Gewohnheiten sitzen bleibst, wie willst du weiterkommen? Hör auf den Geist. Ich kann dir nicht sagen, wie der Geist zu dir redet. Ich weiß nur, wie er zu mir redet. Und das sind manchmal ganz einfache Dinge. Lass das weg. Ja, das hast du Jahre, Jahrzehnte hast du gemacht so. Hast das oder jenes gelesen. Lass weg, der Herr kommt. Es ist so nah die Zeit. Lass fahren das Zeug. Es reißt dich in die Hölle. Es reißt dich runter. So wie der da runtergerissen wurde von so einem Mantel, von so einem bisschen Silber. Und die Erde tat sich auf und er fuhr mit, samt seiner ganzen Rotte, fuhr er runter mit Frau, mit Kindern, mit seinem Zelt, alles ging in den Schacht da rein, in den Spalt. Warum? Weil, Bruder, Schwester, wenn wir sündigen, wenn Mann und Frau zusammen ist und einer sündigt und die Frau sieht zum Beispiel der Mann, jetzt wie bei in dem Falle da, und die sagt, oh, naja, da haben wir ein bisschen Silber und ein bisschen Feierkleider und so weiter und hält ihren Mund. Und die Kinder hören auch davon. Jeder ist verantwortlich. Anstatt, dass die Frau sagt, du Mann, das ist doch nicht richtig. Das kann uns das Leben kosten. Sie sagt nichts. Aber die Kinder, die haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Sie hören davon, Papa, das ist nicht richtig, was du da gemacht hast. Du hast da was zapzerab mitgehen lassen und der König hat gesagt, nein. Und jeder fährt in den Schacht, fährt runter in den Spalt, ins Feuer. Geschwister, jeder von uns ist verantwortlich. Du kannst nicht die Schuld auf den Mann schieben und sagen, ja, der Mann, der hat's gemacht. Das wäre so ungefähr wie am Anfang da mit Adam und Eva. Ja, die Schlange, die hat es gemacht. Die hat mich verführt. Du kommst nicht weit damit. Sag, tu deinen Mund auf, helf deinem Mann und du Kind, helf dein Vater und tu deinen Mund auf. Dann kommen wir weiter. Und sonst gehen wir kaputt. Sonst ist unser Glaube nichtig. Ich will da noch einen Punkt erwähnen. Die Zeit schreitet voran. Und zwar Matthäus 24. Das ist das, was ich da vorhin auch kurz erwähnt habe. Da gibt es noch eine Schriftstelle. Da kommen wir gleich hin. Matthäus 4, 23. Da steht geschrieben: vom Evangelium. Matthäus
Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Es fängt ganz unten an. Genau wie im Tempel, wo das Wasser ganz unten an der Schwelle rausfließt, ganz wenig, schier tröpfelt es nur raus, ganz vom Reich. Jetzt liest du weiter, jetzt lesen wir Römer 2, 16, was da geschrieben steht, Römer Kapitel 2, Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, laut meinem Evangelium durch Jesus Christus. Jetzt hat hier auf einmal ein Mann ein Evangelium. Der reißt es an sich. Mein Evangelium, sagt er. Wie geht das an? Und Gott straft ihn nicht einmal. Laut meinem Evangelium richten wird. Die Menschen werden, Bruder, Schwester, wir werden alle gerichtet nach dem Evangelium dieses Mannes. Verstehst du das? Nicht nach dem Evangelium Jesu Christi. Das entwickelt sich. Da kommt immer eine Stufe. Erst war es das Gesetz Mose. Und dann hat Jesus gesagt, das Gesetz Mose ist jetzt aufgehoben durch das Opfer Jesu Christi. Du siehst, eine Stufe weiter ist gegangen. Dann vom Reich. Jesus predigte vom Reich. Gut. Aber hier, der spricht das Ende an, richten wird laut meines Evangeliums. Boah. In einer anderen Stelle sagt er, Römer 16, am Ende von diesem Brief, Römer Kapitel 16, sagt er, dem aber, 16, 25, dem aber, der die Kraft hat, euch zu stärken, laut meinem Evangelium. Siehst du, einmal richten, laut meinem Evangelium wird Gott richten und laut seinem Evangelium wird er stärken, die Menschen. Wie geht das an? Doch, das sind die Stufen. Das sind die, es stärkt durch die Verkündigung laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Da sind ja beide mit zusammengefügt. Es stärkt die Menschen im Glauben, aber letztendlich, wer gestärkt wird, der braucht ja keine Angst haben. Wer gestärkt wird, der geht ja leer aus, der geht ja, der ist ja Gott angenehm. Der braucht also nicht dieses Gericht fürchten, das laut meinem Evangelium gerichtet wird. Der geht, der hat gar keinen Bange davor. Der weiß nur, es wird so kommen. Und alle die, die das ablehnen, das Evangelium von diesem Mann, die sind zu bedauern. Die sind, da ist Gott zu fürchten. Und sie erkennen es nicht. Sie wollen es nicht erkennen. Sie sagen, es reicht mir, was Jesus gesagt hat. Danach gehe ich. Das, er predigte vom Reich. Es reicht mir. Ich will vom Reich hören. Und so die genauen die Details und so weiter. Diese Ordnungen Gottes, die da dieser Mann gebracht hat, dieser Apostel. Diese Ordnungen. Das heißt, die wollen keine Ordnung, die wollen es machen, wie sie wollen. Wie sie wollen sie die Sache handhaben. Keine Ordnung. Und was gibt es, wenn keine Ordnung ist? Ein Durcheinander, wie es in der Welt ist. Wie hat einer gesagt, weißt du, wie viele Religionen es gibt? Ich habe ihm gesagt, die waren auch schon hier, das Ehepaar. Und Dr. Gerhard, ihr seid nicht nur ihr. Es gibt, weißt du, wie viele Gemeinschaften und so, es gibt 2300. Ja, ich sage, ich weiß.
Aber sie haben nichts, sie halten sich nicht an die Ordnung, die Gott durch diesen Mann, der sagt, mein Evangelium. Und dieser Mann war nicht hochmütig. Dieser Mann hat die Wahrheit gesprochen, um die Menschen zu warnen. Macht's nicht so, wie ihr jeder wollt, sondern macht es so in nach meinem Evangelium, was Gott mir gegeben hat, was die Ordnungen aufzeigt, so soll die Gemeinde gebaut werden. Und wenn sie weltweit so gebaut wird, Halleluja, eitel Friede, eitel Freude, eine Gemeinde, eine Christusgemeinde, weltweit. Und die ganze Welt sieht und weiß genau, wo sie hingehen müssen. Da müssen wir hingehen. Aber so, wenn 2300 Versammlungen da sind, wer soll sich da durchfinden? Sag mir, ein Haufen ist es, ein unordentlicher Haufen sind schier, Jesus hat gesagt, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezüchte, die machen alles kaputt. Die wollen Christus kaputt machen. Und die Bezahlung wird sein, sie werden weg, sie kommen weg vom Fenster. Nur die Heiligen, die sich ans Wort halten, die schaffen es, da durchkommen. 2. Korinther 4,3, da heißt es, unser Evangelium, Paulus zieht jetzt seine Mitarbeiter mit ein, die mit ihm gegangen sind, mit ihm gelitten haben, verhüllt bei denen, die verloren gehen. Die Menschen, die es nicht erschauen, erblicken, weil alles, was der Mensch nicht sieht, wo der Mensch keinen geöffneten Blick hat, kann er nicht tun. Nur wenn Gott dir etwas zeigt, kannst du etwas tun, kannst du einen Schritt vorwärts gehen. Und siehst du den nicht, hat Gott nicht so Zugang zu deinem Herzen, du kannst keinen Schritt vorwärts gehen. Dieses Evangelium, was dieser Mann bekommen hat, mein Evangelium, wonach wir gerichtet werden, ist nicht menschlich, Bruder, Schwester. Paulus sagt es in Galater 1, sagt er, dieses Evangelium habe ich von keinem Menschen empfangen, von keinem Menschen gelernt. Durch Offenbarung Jesu Christi ist es mir gegeben worden. Und da müssen wir uns beugen. Jeder muss sich immer beugen. Jesus hat sich gebeugt. Die haben sich alle gebeugt. Da müssen wir uns beugen und annehmen, dass dieses nicht menschliche Evangelium, das Evangelium Jesu Christi ist, um uns zur Vollkommenheit zu führen. Weil es, wenn die Gemeinde, wenn die Menschen errettet sind, gerecht gemacht sind, geheiligt sind und dann aufgrund Ordnungslosigkeit, weil keine Ordnung geschrieben ist in der Schrift, dann sagen könnten, ja bitte, da steht nichts drin, also wir haben es so gemacht, wie wir wussten, wie wir dachten, dass es gut wäre. Aber die Ordnungen sind ja da geschrieben. Und wer die dann wegfegt und sagt, na, die gehen mich nichts an, der wird mal schwer haben. Und ich empfinde Traurigkeit, ich empfinde die Menschen, die Masse, dass die diese Wahrheiten nicht annimmt. Aber es ist wieder im Verhältnis so wie mit Israel. Viele Israeliten waren da und wenige glaubten. Und so geht es auch in der Welt heute ab. Viele nennen den Namen Gottes, aber nur wenige folgen dem Wort Gottes. Amen.